Packt eure Schlitten ein, es geht ins Sauerland, ein seit jeher überaus beliebter Ort für einen Wochenendausflug im Winter. Doch auch abseits der Skipisten kann man hier eine ganze Menge entdecken, zum Beispiel einen Wanderpfad durch eine Sturmregion, einen schicken Ortskern in der angeblich größten Stadt Nordrhein-Westfalens und einen tollen Ausblick von einem ganz besonderen Bauwerk. Und das und mehr seht ihr jetzt in der neuen Folge Checkpot NRW aus dem Sauerland. Und das ist unser erster Tipp, der Kyrillpfad. Stürme gibt es ja in letzter Zeit häufiger mal in Nordrhein-Westfalen. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Sturm Friederike 2018. Der Orkan Kyrill allerdings war noch deutlich verheerender für die Region Südwestfalen als Friederike. Am 18. Januar 2007 wurden im Sauer- und Siegerland riesige Waldflächen zerstört. Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern fegten über die Region hinweg und rissen unzählige Bäume um. Der Kyrillpfad erinnert an diesen stürmischen Tag. Neben einem 1000 Meter langen Wanderpfad wurde der Wald so belassen, wie Kyrill ihn vor 12 Jahren hinterließ. Ihr könnt hier die Kraft des Orkans hautnah bestaunen. Überall sieht man noch heute riesige entwurzelte Bäume. Aber man erkennt auch, wie sich die Natur das Waldgebiet inzwischen zurückgeholt hat. Der Kyrillpfad liegt am Ortsende des Dorfes Schanze im Schmallenberger Sauerland. Es gibt auch noch einen weiteren Pfad dieser Art in der Gegend, und zwar in Willingen. Die Rothaarsteig-Ranger bieten nach Absprache geführte Wanderungen auf dem Kyrillpfad an. Für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kleinkindern wurde ein Teil des Pfades sogar barrierefrei angelegt. Tipp Nummer 2, der Ort Schmallenberg. Klingt ein bisschen komisch, aber das hier ist tatsächlich die größte kreisangehörige Stadt Nordrhein-Westfalens. Allerdings nicht, was die Einwohnerzahl betrifft, sondern die Fläche. Der schnucklige Ortskern von Schmallenberg ist sicher einer der schönsten hier im Sauerland. Im 15. Jahrhundert war die Textilindustrie hier der Geschäftszweig Nummer 1. 400 Jahre lang wurden hier vor allem Strümpfe hergestellt. Nach einem verheerenden Stadtbrand 1822 wurde Schmallenberg neu aufgebaut, mit vielen architektonischen Besonderheiten. Wer sich damit mal ein bisschen genauer auseinandersetzen möchte, der sollte sich beim Verkehrsverein melden. Der bietet nämlich regelmäßig historische Stadtführungen an. Da lauft ihr dann vorbei an die getreu restaurierten Häusern, Brunnen, Skulpturen, Tafeln und kleinen Gassen. Und hier kommt unser dritter und letzter Tipp, der Biggeblick. Hoch über dem Biggesee beschert diese tolle Aussichtsplattform Besuchern einen unvergleichlichen Ausblick. In 90 Metern Höhe könnt ihr einmal über den See und die Gilberginsel blicken. Auch die Burgruine Waldenburg ist von hier oben zu sehen. Das ist am Tag zwar schon ganz schön, richtig toll wird's aber erst am Abend. In der Dunkelheit beleuchten nämlich blaue LED-Lampen die Plattform. Der Biggesee selbst ist einer von vielen Stauseen in Südwestfalen, die das Ruhrgebiet mit Trinkwasser versorgen. Hier kann man wunderbar spazieren gehen und im Sommer sogar auch mit einem Boot drüber fahren. Wer den Biggeblick besichtigen möchte, muss zunächst einmal einen Berg hoch und 800 Meter durch den Wald laufen. Aber auch das ist ein Erlebnis, denn so viel schöne, unberührte Natur sieht man ja auch nicht alle Tage. Das waren 3 tolle Winterausflugsziele im Sauerland. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann unterstützt uns gerne bei unserer Arbeit, denn Checkpot ist ein ehrenamtliches Projekt und Unterstützung können wir immer gebrauchen. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf premium.checkpot.de. Natürlich freuen wir uns auch immer über ein Like hier auf YouTube und wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr noch weitere Ausflugsziele aus dem Sauerland habt, dann schreibt sie gerne mal hier in die Kommentare, vielleicht fahren wir mal dahin. Ich fahre jetzt raus aus dem Winterschmuddelwetter hier und sage bis zur nächsten Folge Checkpot.